Yo Heroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar mal wieder hier an meinem PC. Und zwar will ich euch heute mal was zeigen, einfach einen kleinen Tipp. Wenn ihr mal wissen wollt, welche Lebensmittel was für Nährwerte haben wollen, gibt es hier den Nährwerte-Rechner. Und zwar zeigt er uns nicht nur die Makronährstoffe an, sondern auch noch welche Vitamine, Spurenelemente und welche Fette, also ob ob gesättigte, einfach gesättigt oder mehrfach gesättigt. Die Kohlenhydrate zeigt er uns alle an, welche Zucker das sind, sowas alles. Das ist ziemlich praktisch, ich zeige euch das einfach mal an der Kokosnuss. So, Kokosnuss. So, können wir hier die auswählen. Hier haben wir schon mal so eine Nährwerteampel. Wird dann angezeigt, was hier hoch ist, was gering ist und Salzgehalt wird auch noch angezeigt. Hier sehen wir die ganzen Makronährstoffe, auch wie viel Wasser da noch drin ist. Es bezieht sich alles auf 100 Gramm. Kohlenhydrate 4,78, Fett ziemlich viel, weiß eigentlich ja jeder. Dann sieht man hier die ganzen Vitamine, die ganzen B-Vitamine hier, sind ein paar drin in der guten Kokosnuss. Mineralstoffe, Spurenelemente, Kohlenhydrate sind da ähnlich viele drin und jetzt hier bei den Fettsäuren zum Beispiel hier 31,63 Gramm gesättigte Fette, nicht einfach ungesättigte Fette, wie manche andere Leute behaupten. Genau, und ich zeige euch einfach nochmal ein Beispiel, zum Beispiel wenn man wissen will, ob eine Frucht zum Beispiel viel Zucker hat oder nicht, ja, wir haben ja alle immer ein bisschen unterschiedlich Zucker und da gucken wir einfach mal bei der Erdbeere, was da so los ist. Erdbeere frisch, können wir hier unten Kohlenhydrate, aha, für 4 Gramm, 4,5 Gramm Monosaccharide und zwar gemischt aus Glucose und Fructose, also nicht gerade viel, kann man auf jeden Fall essen, auch bei Low Carb. Und jetzt gucken wir mal bei einer Mango. Mango frisch. Gehen wir wieder runter zu den Kohlenhydraten. Da sehen wir schon, aha, Disaccharide 9, fast 10 Gramm und Monosaccharide auch nochmal 4 Gramm. Fructose und einmal Rübenzucker. Und wenn wir jetzt hier mehr hochgehen, sehen wir auch schon hier Kohlenhydrate 12 Gramm, das ist dann schon ein bisschen mehr. Dann muss man selbst für sich ausprobieren, ob man die essen kann oder nicht. Also ich esse es einfach immer nach dem Training ganz gerne, einfach mal so eine Mango oder so. Ist immer schön lecker. Und ja, das war einfach nur mal so ein kleiner Tipp, wie ihr eure Lebensmittel analysieren könnt. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann klickt doch auf Abonnieren, lasst mir ein Like da. Oder schau mal auf Instagram da vorbei, ZeroToHeroOfficial. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wann kommt dein Startschuss? Und ciao.